Willst du, o Mensch, auf dieser Erden ein männliches Geschöpfe werden, so überleg es dir genau, ehe du dich von der weisen Frau ans Tageslicht befördern lässt. Die Erde ist ein Jammernest. Glaub es dem Dichter dieser Strophen, der lang genug an dieser doofen, an dieser harten Speise kaut. Zitat aus Goethes Faust geklaut: Der Mensch wird seines Lebens froh, meistens nur als Embryo. Du liegst als Baby in der Wiege, was tust du nun? Dich zu vergnügen, stumpfsinnig grölen, schreien, essen und immerfort die Windeln nässen. Kaum schmücken dich die ersten Höschen, hat schon der Pauker dich beim Höschen und bringt dich durch Gewalt und Hiebe zu Gottesfurcht und Fürstenliebe. Denn jeden fehlgegangenen Schlag holt späterhin der Meister nach. Die Dachtel saust, die Schelle fliegt, die Backe eine Schwellung kriegt. Wenn du nicht gerade ein Glasaug hast, ein Holzbein oder einen Ast, so kommst du jetzt und zu den Preußen und lernst die Hinterflossen schmeißen. Ein guter, lieber Herr Sergeant nimmt deine Bildung in die Hand, indem er dir die Backen kneift und deine krummen Knochen schleift. Kaum bist du seiner Zucht entronnen, wird schon ein anderes Netz gesponnen. Mit Bitten, Lieben, Kosen, Streicheln, spinnt eine Spinn dich ein und schrammt zuletzt mit dir zum Standesamt. Dort wirst du rettungslos verkuppelt. Dein Recht halbiert, die Pflicht verdoppelt. Du hast fortan der Frau zu geben, bei Tag das Geld, bei Nacht das Leben. So trottest du vorm Ehekarren, die Gattin faucht, die Kinder quarren, denn diese kommen jedes Jahr oft, weil der Freund so freundlich war. Dazwischen faucht der Schwiegerbesen und über diesem Lebewesen da thront ein anderes, vielgestaltig, allmächtig, groß und allgewaltig. Das ist der gute Vaterstaat. Sein Erstgesetz heißt: Mensch, berappe! Zweitens, halte deine Klappe! So lebst du in der Dämmerung, im Zustand der Belämmerung, und suchst du ab und zu den steifen Verdruss im Wirtshaus zu ersäufen, mit Bier, beziehentlich mit Wein. So stellt sich prompt ein Kater ein. Inzwischen melden sich die Jahre, der Mottenfraß zermürbt die Haare, es kracht bedenklich im Gebälk, die Glieder werden morsch und welk, die Grütze säuert im Gehirn und immer dünner wird der Zwirn. Kurzum, du merkst, es naht der Herbst und legst den Löffel hin und sterbst. Nun frage ich dich, mein Freund, mit Beben, was ist der Mensch? Was ist das Leben? Schau,
unser großer Schiller spricht. Es ist der Güter höchstes Nicht. Ich sag, es gleicht der Hühnerleiter, von oben bis unten und so weiter.